Hi ho und hallo! Wir sind wieder bei Dishonored. Und da ich schon eine etwas längere Zeit nicht mehr spielen konnte, leider, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte, muss ich mich mal ganz kurz eben orientieren. Zuletzt waren wir hier, wir haben die beiden Wachen beseitigt, sind ins Geheimzimmer runter, wo ich leider die Musik von Grammophon rausschneiden musste. Ich glaube, war es da oder da? Ja, irgendwo war es jedenfalls. Ne, da ist ein anderer Gang. Und jetzt müssen wir die Treppe hinauf. Aber hier unten haben wir, glaube ich, alles abgegraben, außer wir waren noch nicht im Hinterhof. Im Zwinger waren wir noch nicht. Und draußen sind auch noch ein paar Wachen. Ja, dann schleichen wir uns mal die Treppe hinauf. Ganz leise, natürlich. Ah, sehr verdächtig. Ich höre niemanden. Das stinkt nach einer miesen Falle. Oh, was haben wir da? Mana-Elixier. Das nehmen wir natürlich auch sofort mit. Ja. Wo ist das? Eine Gebietskarte. Ah, du bist hier. 7. Besprechungszimmer. 8. Archiv. Und 9. Verhörzimmer. Also in diesem Stockwerk sind wir jetzt gerade. Besprechungszimmer müssen wir ja hin. Da müssen wir irgendwas machen. Da müsste ich dir nochmal nachschauen. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal in Archiv und den Verhörraum. Vielleicht können wir dann noch jemanden befreien. Aber die Karte können wir leider nicht mitnehmen. Oh, schönes Bild. Leise. Aber man kann sich hier auch einen Tisch verstecken. Das wusste ich gar nicht. Aber hier können wir dieses Bild mitnehmen? Nee, ne? Nee. Schön leise. Oh, eine Alarmanlage. Eine Alarmanlage. Da müssen wir schnell deaktivieren. Ist die jetzt aus? Ja, die habe ich ausgemacht. Mir einfach hier viel zu ruhig. Hier rennen überhaupt keine Wachen rum. Und gerade im Hauptgebäude müsste es doch eigentlich von Wachen wimmeln. Oder haben wir wirklich unten alle umgelegt jetzt? Gucken wir durch das Schlüsselloch. Ich sehe niemanden. Da treten wir mal hinein. Ist niemand da? Ich höre Schritte. Noch einmal von vorn. Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis von Coldridge zu befreien. Keine Frage. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefürchtet ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist, wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe, gewiss. Aber wie weit geht das? Die Spur führt zu Martin. Aber Martin kennt jeden. Überall. Ich rede weiter. Nicht in den überschwemmten Bezirk. Oder? Du wirst mich nicht mehr finden. So, was hat er denn hier? Corvo Attention und Aktivitäten. Hier haben sie alles dokumentiert. Was haben wir hier noch? Eine alte Karte von der alten Küste. Hier oben drauf ist auch noch ein Buch. Wie kommen wir da denn hin? Achso. Wahrscheinlich da hinauf. Aber erstmal schauen wir uns noch ein wenig hier um. Lebensenergie ist ja voll. Ah, hier sind noch ein paar Taler. Und ein Buch. Die Prüfung der Begabung. Was haben wir hier?
Aussageprotokoll 73826. Hier ist nichts mehr. Nur eine Wache bis jetzt, ist doch ein bisschen wenig, finde ich. Ich gehe mal hier rauf. Das vierte Gebot. Hier scheint aber auch keiner mehr zu sein. Können wir auch ein bisschen Krach machen, wenn keiner da ist. Dann brauchen wir nicht rumschleichen. Das zweite Gebot. Konfizierungslog Nummer 2749. Naja, hier alles geklaut. Tierschädel. Was steht denn hier dran? Oh, nichts Besonderes. Und hier Brandmarkungsanweisung. Oh, wir haben uns aktualisiert. Lesen wir das mal durch. Das eigentliche Zeichen des Ketzers befindet sich im Verhörzimmer. Aha. Campbell wird sich mit Hauptmann Kurnow im Besprechungszimmer des Oberaufsehers treffen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Aber vorher würde ich die anderen Räume noch mal eben kurz abklappern. Enthüllungsprotokoll 965. Diebstahl und Lebensmittel eines Nachbarns. Ja, ja, Ehebruch. Beobachtung, beobachtet seine Nachbarin beim Baden. Oh, so ein schlimmes Verbrechen. Lass ihn doch spannern, Mensch. Ist hier noch was hinter? Nee. Ja, also hier haben wir alles abgegraben. Hier ist nichts mehr. Gemälde und nichts übersehen. Ich hoffe nicht. Wenn doch, bitte macht mich drauf aufmerksam und schreibt es in die Kommentare. Jetzt müssen wir wieder schleichen. Keiner zu sehen. Es ist doch einfach viel zu still. Hier müssen doch Unmengen von Wachen rumlaufen. Ah, hier ist das Verhörzimmer. Ah, da ist schon die Folterkammer. Hier ist auch keiner. Das Verhörzimmer. Warum sind hier denn überhaupt keine Leute? Das gibt's doch gar nicht. Oder haben die gerade Betriebsversammlung? Schauen wir mal hier rein. Gesundheitselixier, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist die Folterkammer, hier der Stuhl mit den Haken. Das kennen wir ja schon von Anfang. Springmine! Ja, ja, die Gliedzange da. Wo sie mit die Fingerkuppen abschneiden. Aber hier drin im Verhörzimmer sollte doch was drin sein. Ach, wahrscheinlich da oben. Kommen wir da irgendwie rein? Da ist eine Tür. Wie sieht's draußen aus? Ja, da hinten sind ja noch die Wachen, die wir noch am Leben gelassen haben. Die müssen wir unbedingt noch ausschalten. Ganz leise. Was ist hier drinne? Ein Beutel. 25 Taler. Leise die Treppen hinauf. Hier muss doch jemand sein.
Wieder keiner, das gibt es doch nicht. Die großen Prozesse. Ach, wenn jemand gefoltert wird, setzen sie sich hier schon hin. Rauchen, quatschen da gemütlich einer und schauen zu, wie der sich da ein abquält. Finden das wahrscheinlich noch geil. Was haben wir hier denn? Bolzen, das ist sehr gut, Betäubungsbolzen. Zeichen des Ketzers. Zum Brandzeichen. Aha. Über das Brandmarken von Ketzern. Das Zeichen des Ketzers ist für jeden Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, da aber die Gesetze nicht gebrochen haben. Was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden. Und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei diesen, dessen Verbündeten willkommen. Aha. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarken sehen kann. Okay. Jetzt haben wir das Brandeisen für die Ketzer. Hier ist nichts drinnen mehr. Steht hier was drin? Notiz? Nee. Nicht tödlich. Mache Oberaufseher Campbell bewusstlos. Finde Campbell und Kuno im Besprechungszimmer als Oberaufseher. Ja, Martin haben wir ja schon befreit. Warum sollen wir Oberaufseher Campbell bewusstlos machen? Schiff? Ich dachte, wir sollen ihn töten jetzt. Also... Ach, wir haben schon wieder zwei Runen. Was nehmen wir da mal? Beweglichkeit. Ich warte damit einfach noch, weil ich weiß nicht, was ich jetzt unbedingt brauche. Ich dachte, wir sollten ihn beseitigen. Verschone Hauptmann Kurno. Ja, auf jeden Fall, den verschonen wir ja. Er hat ja versucht ja irgendwie ihn zu vergiften. Soweit ich weiß. Ich muss mich gerade ein bisschen erinnern, tut mir leid. Weil ich jetzt so lange das nicht mehr gezockt habe. Das Erpressertagebuch nehmen wir auf jeden Fall. Aber warum soll ich ihn nur bewusstlos machen? Ich dachte, ich soll ihn auch vergiften. Gerade bin ich überfragt. Hier ist noch ein paar Taler. Sonst ist hier leider nichts mehr. Vielleicht mal eben kurz mal eben das Herz einsetzen. Im Besprechungszimmer ist das andere, die andere Rune. Schleichen wir wieder.
bevor ich ins Besprechungszimmer gehe. Ich denke mal, dann wird auch das Kapitel abgeschlossen sein. Vielleicht noch mal eben unten die restlichen Wachen ausschalten. Ab hier können wir wieder laufen. Nicht, dass ein Riesenalarm ausgelöst wird und wir werden von allen Seiten angegriffen. Also die Überraschung können wir uns sparen. Das sind die Ratten noch, die anderen, da müssen wir aufpassen. Ah, hier liegt noch was, eine Birne. So, holen wir uns mal die restlichen Wachen, die hier noch rumtrollen. Und vernichten sie. Na, wo seid ihr? Ihr kleinen Fischköpfe. Da hinten ist einer. Den holen wir uns mal als erstes. Na, guck sie die Plakate an, Junge. Nicht mehr lange. Das war's. Ah, da kommt schon der nächste. Oh, was für ein Headshot! Der hat ihm glatt den Kopf abgerissen. Ich glaube, dann hätten wir auch hier alle Wachen. Das waren ja nur zwei, ne? Was liegt hier? Eine Granate hatte er. Ja, und die schaffen wir mal eben beiseite. Zack. Weg ist er. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, komm her. Ich habe keine mehr. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Du siehst mich nicht. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Ja, meine auch. Wach, oh. Zu mir. Nein. Du Spinner. So. Was hast du nochmal gesagt? Ich hab nicht verstanden. Ich habe ihn doch betäubt. Der hat doch voll gesessen, der Pfeil. Mal erstmal die Leichten beiseite schaffen hier. Die brauchen ja nicht hier mitten drin rumliegen. Dürfen keine Beweise rumliegen. So. Haben wir alles? Was waren hier noch drinne? Gibt's hier noch was Gutes? Der Springmine ist immer gut. Gesundheit Elixier, ja, nehmen wir auch mit. Mana haben wir zu. Haben wir schon genug. Hier ist noch Kugeln für die Pisteln. Und hier liegt auch noch ein Schädel. Oh, besseren Putzdienst gibt's gar nicht, wa? Hier ist nichts mehr drin. Hier auch nicht. Hier liegt noch ein Beutel. 100 Taler. Hm, wie großzügig. Sehr gut. Liegt da noch was? Nein. So, jetzt werden sie auch nichts mehr finden hier. Also hier ist, sieht man überhaupt keine Leiche mehr, also überhaupt nicht mehr auffällig, dass hier irgendwas überhaupt passiert ist. Was einzige, was hier auffällig ist, dass hier auch keine Wachleute mehr rumrennen. Und hier lag doch auch irgendwas noch rum, ne? Ja, hier so ein Arm. Der muss eben auch noch weg. So. Ah, hier liegt
Krankenhaus. Also das war die Birne, die wollen wir ja nicht. Jetzt schauen wir uns da hinten nochmal um. Weil da waren wir noch nicht. Was hier hinter? Ist hier vielleicht auch noch was Gutes? Nee, leider nicht. Hier ist nichts. Was ist hier? Hier geht's zum Hinterhof. Was zu futtern? Na, dann haben wir alles abgegraben. Also hier ist überhaupt nichts mehr. Also keine Wache, gar nichts. Ich denke mal, jetzt ist unsere Flucht gesichert. Falls hier ein riesen Terz und Alarm gibt, haben wir eine Chance zu entkommen. Das ist hier so wenig liegt. Hier liegt ja kaum was. Liegt hier oben drauf vielleicht was? Nee. Da oben vielleicht. Nee, da wollte ich jetzt auch nicht hochgehen. Die Alarm haben wir deaktiviert. So sieht man den nicht. So, jetzt müssen wir uns um die andere Sache kümmern. Die 7 Gebote haben wir, glaube ich, schon durchgelesen. Hier liegt auch keiner mehr. Sehr gut. Habe ich eben Schritte gehört? Ne, das war meine eigene wahrscheinlich. So. Als nächstes gehen wir ins Besprechungszimmer. Dann entscheide ich, ob ich den Oberaufseher Campbell am Leben lasse oder ihn nur betäube. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.